herzlich willkommen, liebe Zuschauer von Regio TV und Helau vom Dammer Karneval 2012. Hier sind viele Menschen unterwegs, wir haben tolle Kostüme gesehen. Trotz dieser eisigen Kälte heute bei minus 2-3 Grad sind viele, viele Leute unterwegs. Wir wollen für Sie ein paar Impressionen einfangen. Viel Spaß dabei. Hello! Wir feiern immer mit grundsätzlich und das Schönste ist, dass wir seit 1614 auch die Möglichkeit hatten, hier mal seiner Tollität im Hofstaat dabei zu sein, als erster Adjutant. Darüber hinaus ist unser Junior auch mal Kinderprinz gewesen und von daher sind wir als närrische Bergvögel eine Gemeinschaft in Damme, die sich über Jahre zusammengefunden hat. Wir hatten letztes Jahr unser 30-jähriges Jubiläum und das war auch wieder Anlass, dass wir heute uns hier wieder getroffen haben im Kostüm und als eine geschlossene Gemeinschaft. Toll! Und wie lange braucht so eine Vorbereitung? Wie lange muss man sich im Voraus treffen? Das ist ja das Schönste, dass die Wagenbauer sich regelmäßig treffen, um dann ein Thema zu haben. Und nachdem das Motto feststeht,
wird dann entsprechend das Kostüm vorbereitet und alles andere. Wobei wir mittlerweile die nachfolgende Generation durch unsere Kinder haben und wir letztendlich dann nicht mehr so aktiv immer dabei sind, aber es nicht vermeiden können, dann am Straßenkarneval hier vor Ort dabei zu sein. Ich wünsche Ihnen noch ganz viel Spaß heute. Danke, danke schön. Für das Interview. Danke. Wie sieht's aus? Hervorragend. Sie sind ja das erste Mal dabei? Nee, ich bin schon öfter hier. Ich bin zugereist. Also ich bin auch ein Rheinländer, aber es ist wunderbar hier, der Damerkarneval. Also immer wieder eine Reise wert, um hier nach Damen zu kommen. Immer wieder eine Reise wert, ja. Okay. Wunderbar. Ihr Kostüm, Ihr Outfit, wird das hier, sag ich mal, von den Südoldenburgern gestaltet oder haben Sie sich das selber ausgedacht? Das war eigene Kreation, habe ich mir selber ausgedacht. Ja, ist ja sehr gelungen. Ja, denke ich mal. Als was würden Sie sich bezeichnen? Mittelding zwischen Kapitän und Edelmann, wie auch immer. Fantasie ist gefragt. Okay, und wie sieht das hier aus mit der Fantasie? Cowboy oder Cowgirl? Cowboy, Cowgirl, Lagenlook, fünffach, ja. Damit ich mich nicht totfriere hier. Ja, bei minus 3-4 Grad ist absolut. Das unbedingt notwendig. Absolut. Hier, ich bin Bayer, aber mir ist ganz schön kalt, friere mir den Arsch ab. Aber naja, Annika. Aber in Wirklichkeit kommst du nicht aus Bayern? Nein, nein, ich komme aus Damme, auf jeden Fall. Ja? Ja. Und, aber du marschierst nicht mit? Nein, weil ich schreibe Klausuren, deshalb kann ich nicht mitmarschieren, aber ein Tag muss es sein, ein Tag muss sein. Aber die anderen Jahre bist du schon mal mitgefahren? Ja, jedes Jahr, ja? Auf jeden Fall, ja. Und wie ist das mit der Vorbereitung? Ist, bedarf das viel ja, Arbeit? Im November fängt es an mit den ganzen Wagen bauen und dann, ja, also im Januar sind die meistens fertig, die Kostüme und die ganzen Hosen, ja. Also 3 Monate auf jeden Fall. Und macht immer wieder Spaß? Ja, jedes Jahr wieder. Ja? Auf jeden Fall. Ja, dann, hello! Ja, hello! Hello. Spaß. Ja, und wie viele Tage wird hier jetzt gefeiert? Ja, 2. 2? Bis 3. Gibt es in Osnabrück gar kein Karneval? Doch. In Osnabrück war ich noch nie auf dem Ostensamstag. Wahrscheinlich kann der Osnabrücker Karneval nicht mit dem Dammer mithalten, oder? Kann ich nicht beurteilen, war ich noch nicht. War ich noch nie. Ja, okay, dann viel Spaß auch beim Feiern. Danke. Jetzt habe ich hier das Dammer-Wahrzeichen in Lebensgröße sozusagen. Das ist ein tolles, originelles Kostüm. Hat er es selber gemacht?
Selber genäht, ja. Ja? Die beiden Kostüme sind 4600 Einzelteile. Wow! Super! Wie lange braucht man, bis man so ein Kostüm fertig hat? Ein paar Monate hat mir das gedauert. Oh, und dies Jahr das erste Mal vorgeführt? Nein, oder? Nein, vierte Jahr schon. Alle vier Jahre immer die gleichen Kostüme. Und seid ihr mit dem Wagen hier unterwegs? Nein, wir gehen hinter der Fahne her. Ja, also Wagen, der kommt noch extra, aber nicht mit den Kostümen. Ja, toll. Also wirklich, mein Kompliment sieht ganz toll aus. Wir haben eben die Originalfigur schon gesehen, aber da kann die bei weitem nicht mithalten. Viel Spaß auf beim Feier. Dankeschön. Dankeschön. Hallo, ich bin Nele. Hi, ich bin Chiara. Wir wollen euch heute wieder die neuesten Kinofilme vorstellen. Ja, und dann fangen wir auch gleich an mit Star Wars Episode 1, Die dunkle Bedrohung. Mit Liam Neeson, Ewan McGregor und Natalie Portman. Und ja, in der Geschichte geht es halt darum, dass der Planet Naboo von einer galaxisweiten Unternehmen blockiert wird, um erhöhte Handelszölle zu erlangen. Und ja, da geht's dann mit Darth Sidious und der Regierungsebene ist dann ein Konflikt. Und der wird in 3D gezeigt. Genau. Und dazu jetzt der Trailer. Die größte Saga aller Zeiten kommt auf die große Leinwand. In spektakulärem 3D. Großes Kino, voller Fantasie. Du sprichst von der Prophezeiung, dass einer der Macht das Gleichgewicht bringen wird. Spannung. Und du glaubst, es ist dieser Junge? Es war der Wille der Macht, ihn zu finden. Und Abenteuer. Endlich werden wir uns den Jedi zu erkennen geben. Endlich wird die Rache unser sein. Meine Güte. Im Februar.
erlebst du Star Wars wie niemals zuvor. Wow! Halt dich einfach fest! Feuer! Vernichtet sie bis auf den letzten. Star Wars Episode 1, die dunkle Bedrohung 3D. Nur im Kino, Februar 2012 in digital 3D. Unser zweiter Film ist Für immer Liebe und da spielen Rachel McAdams und Channing Tatum mit. Und in der Geschichte geht es halt darum, dass Paige und Leo frisch verheiratet sind und schwer verliebt sind. Und dann nach einem Autounfall wacht dann Paige aus einem Koma wieder auf und erinnert sich an nichts mehr und nicht mehr an ihren Mann. Und jetzt will Leo halt versuchen, wieder das Herz seiner Frau zu erobern. Ja, und dazu dann jetzt auch noch den Trailer. Du magst den Song doch gar nicht. Anything for love. Komm, schalt das sofort aus. But I won't do that. Paige, Sie sind im Krankenhaus. Sie hatten einen Autounfall. Hast du Schmerzen? Ach, mein Kopf tut weh, Doktor. Ich bin dein Mann. Das Letzte, woran ich mich erinnere, ist, dass ich mit Jeremy verlobt bin. Ich muss es schaffen, dass meine Frau sich nochmal in mich verliebt. Ich will dir doch nicht wehtun. Dir gefällt das, was? Ich versuche zu retten, was wir haben. Ich vermisse unser Leben, mit dir zusammen zu sein. Ich hoffe, dass ich dich eines Tages so lieben kann, wie du mich liebst. Du hast es schon mal geschafft. Du kannst es wieder. Das war's auch schon wieder von uns. Tschüss! Ihre Heimat, unsere Menschen, ihre Themen. Wir zeigen Ihnen die schönsten Veranstaltungen hier auf Regio TV. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer von Regio TV. Wir sind heute am Dümmersee und hier ist heute strahlender Sonnenschein. Bei minus 5 bis minus 10 Grad muss man sich zwar sehr, sehr warm anziehen, aber es macht riesen Spaß, hier über den Dümmer zu laufen oder mit Schlittschuhen zu fahren. Die Begeisterung ist groß. Es sind ziemlich viele Menschen hier, mehrere tausend Menschen. Wenn Sie dieses Erlebnis auch einmal haben möchten, dann sollten Sie sich sputen. Die nächsten paar Tage wird es hier bestimmt noch knackiges Eis haben. Viel Spaß bei den Impressionen. Ihr Regio TV.
Foto. Alles klar.